Moin, moin und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Emergency 4, diesmal mit der Iserlohn-Modifikation. Wir haben bereits den allerersten Einsatz, und zwar ein Gebäudebrand. Ne? Hier brennt ein Gebäude. Das heißt, es gibt einen Löschzug-Alarm. Natürlich wird die Pol auch alarmiert, ist ja klar. In irgendein Auto, in das Auto waren noch drei Leute. Oder nicht? So. Ja, Löschzug ist auf jeden Fall schon alarmiert. Freiwillige Feuerwehr wird ebenfalls alarmiert. Feuer droht sich ja bereits auszubreiten. Nee, warte. Zack. Versuche ich hier einmal das Feuer so auszukriegen. Irgendwas flog gerade in die Luft, ein PKW. Ein Gebäude brennt anscheinend. Oh, 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 ganz schnell weg da. Gut, ihr beiden einmal Atemschutzgeräte. Ja, bin unterwegs. Feuer brennt auf jeden Fall sehr massiv auf der anderen Seite. Stimmt, dann kannst du einmal so und... Feuer breitet sich aus. Es wird momentan ein massiver Löschangriff gefahren. Hinterer Teil des Gebäudes brennt. Ja, muss man gucken. Hydrant. Einen Hydranten hätte ich gerne. Da ist einer. Hier ist einer. Gut. Ja, die FF kommt auch mal zum Einsatz. Bei einem Gebäudebrand. Da sich das Feuer massiv ausbreitet. Wir haben noch zum Glück keine Verletzten. Ja, die kriegen das Feuer auch ganz gut momentan eingedämmt.
Denk mal, dass das TLF eigentlich nicht mehr eingreifen muss. Kann ich hier vorne nämlich schon wieder abbauen. Status 2, Status 2, Status 2, PKW-Brand auf der Autobahn. Da fährt das TLF einmal voraus. Und dann brauche ich noch die Kameraden von hier. Da will ich das HLF haben. Genau, das MTF kann auch schon mal in die Richtung fahren. Die Autobahnpolizei kann da auch mal antreten. Ne, das war die falsche. So, einmal alles dicht machen. Randale Täter flüchtig. Wo? Da. Gut. TLF fährt einmal hier rauf. Na, Autobahn ist zu. Täter ist gefasst. Hier ist alles abgebaut. Hier ist fast alles abgebaut. Die rücken mit nach. Ja, dann ist hier alles durch, ne? Kann der Streifenwagen einmal eine 2. Das Auto geht in eine 1. Die beiden gehen in eine 2. Wo haben wir hier einen Hydranten? Hydranten müsste ich hier haben. Ah ne, die müssen ja in die komplett andere Richtung. Da müssen sie hin. Dann haben wir noch einmal einen Einsatzalarm R1. Das ist... Ach ja, stimmt. Hier steht ja gar nichts. Stimmt ja, da war ja was. So, die können auch einen zweiten... in eine 2 gehen. Das TLF füllt einmal Wasser auf. Ja. 10 Minuten sind schon um und hier ist schon einiges passiert, ne? So, Fahrzeugbrand. Erstmal muss die Polizei natürlich absichern, ist ja klar. Bevor hier irgendwas passiert, wird hier einmal abgesichert.
Und wir haben ein Feuerex. Schön, ne? Mit mindestens 4 verletzten Personen, beziehungsweise 3. Ein Hit wird weg vom Zielpunkt. Jetzt, okay. Wir haben ein Feuerex. Das heißt, das TLF kann vollgetankt schon mal zum nächsten Einsatz durchfahren. Dann wird die Freiwillige Feuerwehr dafür alarmiert. So, der Löschzug wird dafür alarmiert. Ne? So wie einige RTWs. Warte, das ist ein RTW, naja. 3 RTWs, NEF. Wird auch alles alarmiert. Brauche ich mindestens 2 Streifenwagen. Einmal muss das Feuer daran gehindert werden, hier auf das andere Gelände überzugreifen. Nein. Zack. Wo bin ich denn Hydranten? Ich brauche eine Hydrantin. Da ist eine Hydrantin. Fahrzeug zu weit weg. Na super. Ja, der Tank ist ja zum Glück voll. Da hätte ich einen Hydranten oder da? Okay, dann möchte ich einmal von hier aufbauen. Zack, 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 zack. Die beiden können sich ausrüsten zur Menschenrettung. Hydrant ist da. Stimmt, ich habe noch einen weiteren Patienten hier, ne? Tank ist leer, scheiße. Genau, Menschenrettung. Hallo? Du läufst dahin und rettest Menschen. Danke. Da ist noch eine Person, muss noch gerettet werden. Ja. Alles ein bisschen chaotisch. Nein. Na gut. Aber was willst du machen? Im ersten Anlauf. Im ersten Anlauf ist es immer chaotisch. Bis da Struktur reinkommt, dauert das. Können die nicht bis da hinten hin? Nein. Gut. Können sie nicht. So, dann machen die einmal hier sich fertig. Die Patientin wird auch behandelt und benötigt einen Notarzt. Da muss ich auch gleich mal gucken. Ja, da der andere Kollege hier anscheinend nicht rankommt und der weitere Kollege auch irgendwie länger benötigt. Ach, der kommt von hier, okay.
Genau, hier Behandlungsplatz. Person muss behandelt werden. Gut, die Verletzten sind soweit versorgt. Hier wird noch ein NF benötigt. Habe ich natürlich nicht. Zack, zack. Und zwar kommt das NAF aus HEMA zu dieser Einsatzstelle. Ja, der Tank von dem Löschfahrzeug TLF war ja voll. Jetzt muss ich das Auto noch ein bisschen umparken, damit der Tank auch wieder vollkommt. Genau, die Einsatzkräfte können dann auch wieder abrücken, werden an der Einsatzstelle soweit nicht mehr benötigt. Wie wäre es mit anschließen? Hallo? Ich möchte, dass du das da anschließt. Genau, die beiden werden ja auch nicht mehr benötigt. Beiden Kollegen hier. Ja. Ja, der Rettungsdienst blockiert hier gerade alles. Deswegen die Fahrzeuge einfach so wieder reinfahren. Okay, ich benötige weitere NAFs zur Einsatzstelle. Auf jeden Fall. Das heißt, das NAF aus Menden rückt an. Und das NAF aus Hagen. So, die Feuerwehr rückt wieder ein. Komplett. TLF ist wieder voll. TLF ist nicht ganz voll. Naja. Gut, da ist 2. Also, hier kann auch einmal alles wieder abgebaut werden. Ach, verdammt. Jetzt muss ich erstmal die ganzen... Genau, dann kannst du die Hütchen auch gleich wieder abbauen. So. Die Straßensperrung kann wieder aufgehoben werden. Jetzt kann der Verkehr nämlich wieder rollen. So, zack. Nochmal einklappen. Status 2. Ja. Genau, du bleibst erstmal hier. Du stellst dich hier hin. So, dann muss ich hier gleich mal den Abtransport der Patienten beginnen. Ich kenne ja jetzt momentan schon 2 Patienten nicht ganz, also noch nicht. Na? Komm. Ne. Gucken, ob der Abtransport mit Notarztbegleitung benötigt wird oder nicht. Kein Notarzt vonnöten, das ist schon mal gut. Gut. Das TLF ist voll. Die Autobahnpol fährt wieder weg. Das NAF ist auch eingetroffen. Noch ein weiteres NAF ist eingetroffen. Eieieiei.
So, ich will jetzt gleich mal ein kleines Thumbnail erstellen. Ja, perfekt. Jo. Muss das auch wieder hoch. Was ist das hier für ein Schwachsinn? Müsste das... Der müsste das gewesen sein, genau. Achso, die können ja auch dann da behandeln. Mal gucken, ob die eine NF-Begleitung benötigen. Ja, natürlich benötigen sie eine NF-Begleitung. Was denn auch sonst? Ja, dann ist das NF eigentlich so gut wie frei. Ne? Der Streifenwagen kann auch einrücken. Das TL... Nein! Ich dachte, er hätte den Schlauch noch gar nicht in der Hand. Da. Das TLF kann auch wieder in die 2. Ja, und dann ist die Lage soweit eigentlich relativ unter Kontrolle, ne? Das Feuer konnte ich schnell unter Kontrolle kriegen. Ne, durch die beiden TLFs, die ich hier hingestellt habe, die konnten massiv eine Riegelstellung aufbauen und das Feuer dann, wie gesagt, sehr schnell unter Kontrolle kriegen. Gut. Ja. Feuerwehr rückt ein. Rettungsdienst rückt ein. Ich weiß jetzt nicht, ob die in irgendeiner Weise einen Notarzt brauchen. Oder ob das jetzt nur zur Behandlung war, die gar keinen Notarzt weiter brauchen. Nein, mit Begleitung. Gut. Dann eben mit Notarztbegleitung. Notarztbegleitung, ja, ist ja gut. Notarzt sind einsteigen. Und die können Streife fahren. Ja, mal gucken, was jetzt noch so in der Schicht passiert, ne? Ist ja bis jetzt relativ, na, übersichtlich. Streife fahren. Zack. Zack. Ja, es gibt wenig häusliche Gewalt momentan. Also eigentlich gibt es mehr Polizeieinsätze. Aber naja. Gibt mal solche Tage und solche Tage, ne? Und dann warten wir mal auf den nächsten Einsatz. Ne? Die Freiwillige Feuerwehr ist noch gar nicht rausgefahren. Die ist einmal rausgefahren, musste nichts machen. Und die sind eigentlich eben schon die ganze Zeit unterwegs gewesen. Ne? Aber zum Großfeuer. Wo war das? Hier hinten irgendwo, ne? Genau, einmal zum Großfeuer hier hin. Dann zum LKW Brand auf der Autobahn. Und danach dann gleich zur Gasexplosion. Also die hatten heute ziemlich was zu tun. Ne? Ich habe die 2 noch gar nicht. Die 2 ist nämlich einmal Löschzugalarm mit AB Sonderlösch. Apropos AB Sonderlösch. AB Sonderlösch. Das ist ja der AB Sonderlösch. Da dieser keine Funktion hat, in dieser... Version wird diese. Jo! RTWs sind einfach aus. Gibt's nicht heute. Gibt's einfach nicht. RTWs gibt's heute nicht. So. Nein, ich muss hier hoch. Nach ganz oben.
mein Adebi wieder zu kriegen hier. Der Abisonderlösch, der packt jetzt einmal seinen Behälter. Also der Wechsellader packt den Behälter Abisonderlösch und nimmt den AB-Atemschutz auf. Nee. Blaue Lichter. Also, da es um Leben und Tod geht, darf ein Notarzt sich auch mal quer auf der Straße stellen. Zack. Und er kann seinen ABA-Atemschutz aufnehmen. Und noch ein Notarzteinsatz, ganz entspannt. Gut, dass ich den Notarzt noch frei habe für Stadtgebiet. Beziehungsweise habe ich hier noch irgendwo einen Notarzt rumrennen, rumfliegen, rumfahren. Notarzt? Ne, nur den. Gut. Dann einmal hier grob in die Richtung schicken. Dann kannst du das NRF einmal wegfahren. Du holst die Trage raus. Gehst schon mal zum Notarzt mit rein. Hier ist ein Notarzt auf dem Weg. Ich brauche aber noch einen RTW, fällt mir gerade auf. Wäre auf jeden Fall eine Idee. Obwohl, ich habe mir hier einen RTW stehen, ne? Ja, dann brauche ich den nämlich nicht. Dann kann ich den wieder einrücken lassen. Wenn ich da einen RTW stehen habe, brauche ich den anderen nicht da extra hinfahren lassen. Das kann abtransportiert werden. Das NRF stellt sich mal ein bisschen hin. Ein bisschen richtig hin. Man kann den Patienten dann schon mal anfangen mit behandeln. Ja, Patient ist auch sehr instabil momentan. Kommt der RTW. Kann ihn bereits hören. Die stellen sich hier hin. Ach nee, halt stopp. Behandelt wird er bereits, Mann. Jo, interessante Folge. Muss ich sagen, ne? Feuer, Explosion, Verletzte, war eigentlich alles dabei. Ne? Keine großen Schießereien, so wie sonst immer, aber ist auch immer schön für den einen oder anderen. Gibt ja welche, die mögen mehr Feuer. Gibt auch welche, die mögen mehr SEK. Ich nehme diese Folge ja auf, weil es sich gewünscht wurde, mehr Iserlohn. Ne? Deswegen nehme ich jetzt einmal diese Folge auf und dann gucke ich mal weiter. Ihr könnt übrigens mal in die Kommentare schreiben, welche Modifikation ihr denn gerne sehen würdet. Ne? Damit ich da Bescheid weiß, in welche Richtung ich da gehen kann. Ja, ich denke mal, das ist auch der letzte Einsatz jetzt. Ne? Ja, der RDW fährt rein, der andere RDW mit einer fährt rein. Ja. Und dann würde ich mal sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann ist es so. Wenn ihr keine weiteren Folgen mehr verpassen wollt, klickt auf Abonnieren und auf die Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr. In 2 Tagen ist dann wieder ein Livestream. Da muss ich mal gucken. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, welche Modifikationen ihr da gerne sehen wollen würdet. Und ja. Dann ist die Folge jetzt auch wieder vorbei. Genau. Auf Wiedersehen.